sehr gespannt. Wir wissen in der Schweiz, dass fast 2/3 aller Fische bedroht sind und auf der roten Liste sind. Das heißt, Fische sind sehr sensitiv gegenüber Umweltveränderungen und darum ist es im Biomonitoring wichtig, dass man die Fische erfasst. Gut, ja. Mit der Umwelt-DNA-Methode besteht die Möglichkeit, dass wir relativ häufig Proben nehmen, diese auch rasch extrahieren und sequenzieren können. Wir können beispielsweise keine Aussagen machen über die Größenverteilung der Fische, ob es viele kleine oder große hat oder viele männliche oder weibliche Fische. Das kann man nur machen, wenn man die Fische selbst einfängt.